neues Video, neues Glück. Niki ist zurück und diesmal mit einem Laber-Video. Denn ich wollte generell mit euch mal besprechen oder meine Meinung verbreiten, weitersagen, euch erzählen, was ich davon halte, dass im Moment, SSO immer in Anführungszeichen leichter wird. Da müssen wir mal ganz von vorne anfangen. Also generell gesagt, ich bin nicht so ein Fan davon, dass immer alles einfacher wird. Auch wenn das anfängerfreundlicher ist und die neuen Spieler nicht abschreckt. Aber ich bin so jemand, wenn von Anfang an ein Spiel zu einfach ist und es nichts mehr gibt, wo man auch richtig hinarbeiten kann. Und das ist im Moment nur das Druidentraining, finde ich. Dann wird es irgendwann langweilig. Und hat nichts damit zu tun, dass das andere Spieler abschreckt. Aber können mir viele zustimmen, dass die froh waren und stolz drauf waren, wenn sie gewisse Sachen erreicht haben und das endlich vorbei war. Für manche wird es vielleicht nervig sein. Und ja, nicht wundern, mein Pferd ist Level 15. Wieso reite ich ein Level 15 Pferd? Genau, weil ich nichts zum Leveln habe. Hab nichts mehr zum Leveln. Deswegen kann ich jetzt nur so reinreiten. Aber egal, zurück zum Thema. Es gibt viele wahrscheinlich unter euch, die sagen, boah, nee, lieber alles schnell mit den Quests machen, bloß nicht viel. Aber das ist nicht der Sinn des MMOs. Ein MMO, wie SSO es ist, besteht aus Quests. Nur mal Sachen, die man halt erreichen muss. Und wenn man sowas nicht mag, dann spielt man eigentlich sowas ja eigentlich nicht. Es gibt aber viele Leute unter euch, die spielen das einfach nur, weil sie die Pferde toll finden und mehr nicht. Ist auch des Weiteren nicht schlimm. Das könnt ihr auch gerne weiter tun. Aber dann sollte man sich natürlich nicht beschweren, wieso es Quests gibt. Weil das ist halt mal ein MMO und da gibt es halt Quests. Und dann gibt es dann Leute wie mich zum Beispiel und viele andere auch unter euch, die sich freuen, dass was zu tun ist. Dass die was machen können und dass die was erreichen können. Und das wird uns jetzt langsam immer mehr weggenommen. Es gab wieder mal ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Farrah-Sachen mit also so einer Art Kräutersuche, Kräuterkunde und Sachen erstellen. Aber jetzt gab es ja noch mit dem Recycling, hatten wir wieder was, ein bisschen was zu tun. Aber das ging auch wieder sehr flott rum. Also wenn man sich da richtig hintergeklemmt hat, hat man das locker in einer Woche geschafft. Aber wir hatten halt damals zum Beispiel, bestes Beispiel Story Quests. Den Risse schließen und mit den Runensteinen. Da mussten wir auch eine Art Ruf aufbauen. Und es hat dann wirklich mehrere Wochen gedauert. Hat gedauert halt. Und das nicht nur eine Woche oder ein paar Tage, sondern wirklich mehrere Wochen. Bis wir dann wirklich weitermachen konnten. Und ja. Und da viele einfach ungern Questen haben, sich dann halt viele auch beschwert. Oder vielleicht auch viele Eltern beschwerten. Dann wurde das rausgenommen. Ergo, wenn ihr die Story-Quest macht, müsst ihr da einmal so einen Rundgang machen. Also einfach mal alle Risse schließen, alle Runensteine abklappern. Fertig. Ich erinnere mich noch, dass wir bei den Rissen zum Beispiel an gewissen Tagen waren nur an gewissen Orten ein paar Risse verfügbar. Dann musste man im Internet raussuchen. Es gab zum Glück auch geile Hilfeseiten, wo dann die Risse halt immer waren. Dann musste man sich die Karte raussuchen und dann hat man jeden Tag seine Risse abgeklappert. Und nach ein paar Wochen war es dann halt rum. Das gleiche auch mit den Runensteinen. Nur gewisse Runensteine waren aktiv. Da es schon zu lange her ist und ich glaube auf meinem zweiten Account ging das auch recht flott, ist es nicht mehr verfügbar. Man konnte sozusagen einfach fröhlich weiter questen, ohne zwei Wochen warten zu müssen. Und das finde ich wiederum schade, dass das einfacher gemacht wird. Sache ist halt die, man kann halt da nicht immer beide Optionen reinstellen. Ja, wenn die Leute das halt länger haben wollen, dann lassen wir die halt länger questen. Und für Leute, die nur eine Abkürzung haben wollen, gibt es halt eine Abkürzung. Ich finde, das ist beim MMO einfach nicht drin. Also man kann das MMO so einfach gestalten. Und der Beweis ist ja, dass sich viele Spieler beschweren, dass sie nichts zu tun haben. Das beweist ja eigentlich, dass SSO einfach alles zu einfach macht. Und dass die Spieler das ja eigentlich nicht wollen. Das ist ja der beste Beweis, dass das heißt wir, dass die meisten sich halt mehr zu tun wünschen. Und deswegen verstehe ich dann nicht, dass SSO viele Dinge einfacher macht. Zum Beispiel auch bei vielen Quests keine Tagesblocker mehr drin sind. Und da hatten wir die Wahl. Warten wir oder überspringen das? Da gab es zum Beispiel die Wahl, ob es wer schnell haben möchte oder nicht. Das war ja auch vollkommen in Ordnung. Aber habt ihr mal zuletzt bei den neuen Quests, also wirklich neue Quests, die dieses Jahr und vielleicht letztes Jahr so im Herbst, Sommer rauskamen, mal Rufblocker gesehen oder Tagesblocker? Die Rufblocker vielleicht noch eher, das war zum Beispiel Redwood Point, hatten wir einen Rufblocker.
Mussten wir ein bisschen questen, damit wir auch die bessere Ausrüstung mehr Rennen kriegen. Aber Tagesblocker hatten wir schon lange nicht mehr. Da bin ich ehrlich, hatten wir schon, ich weiß nicht mal, wann wir zuletzt Tagesblocker mal hatten. Und da hatte man ja auch die Wahl, wie gesagt, mit den Überspringen oder nicht. Und den Rufblocker finde ich aber auch ganz gut, damit man halt sich den Ruf erarbeitet, wenn man gewisse Klamotten halt haben möchte. Das ist zum Glück noch geblieben. Ich denke mal, sobald sie irgendwann das auch noch rausnehmen, dass man einen gewissen Rufstatus braucht, um Klamotten zu kaufen, dann ist aber langsam echt alles einfach geworden. Das letzte, also was zuletzt rauskam, war zum Beispiel die Kältebeständigkeit. Es ist Ort geschrieben, die wollen uns gewisse Spieleinhalte, wie so, wie haben die das jetzt umschrieben? Weil ich kann, bevor ich jetzt irgendeinen Schmumpitz erzähle, so ruhig einen Satz raus. Die haben ja geschrieben, dass sie gewisse Sachen verbessern wollen oder uns irgendwas dazugeben wollen. Aber eben halt, was allen Spaß macht. Und ich verstehe nicht, nur weil einige es schade fanden, nicht mit ihrem Lieblingspferd nach in Dinotal reiten zu können, weil es ja nicht unbedingt, dass alles doof ist, ne? Warte mal, sie haben geschrieben, wir haben den Widerstand gegen die Kälte des Attributs aus dem Spiel genommen. Wir wollen, dass alle deine Pferde das Dinotal gleichermaßen erkunden können. Pferde ohne kälteresistenten Fell sollen nicht benachteiligt werden. In Zukunft werden wir die Attribute so ins Spiel bringen, dass sie Freude machen und Vorteile bringen. Aber das Kältebeständigkeit war ja doch ein Vorteil. Das war kein Ding, wo man jetzt nochmal extra Starcoins ausgeben musste, wie das Führen zum Beispiel. Es gab halt gewisse Pferde, die halt was hatten. Deswegen hat man sie ja auch Deswegen hat man sie ja gekauft. Es gibt viele alte Hasen oder alte Spieler unter euch, wie zum Beispiel ich auch dazugehöre, die sich damals zum allerersten Mal ein kältebeständiges Pferd geholt haben, damit man eben halt Dinotal vorwärts kam. Nicht, weil man das Pferd unbedingt mochte, manche schon, manche weniger. Manche haben es jetzt echt geholt, nur damit sie vorwärts kamen. Ja. Und sie bringen neue Attribute auch rein. Das soll ja an allen Spaß machen. Ja, was für Attribute werden es dann? Dann gibt es wieder gewisse Pferde, die ja dieses Attribut haben und andere nicht. Oder wollen sie es dann allen Pferden verpassen, wie zum Beispiel ein, boah, das bin ich mal voll erfinderisch, wie vom AO zum Beispiel so ein Schnellstart beim Losrennen oder höher springen oder weiß nicht, was für Attribute man sonst noch raushauen kann für alle Pferde. Das ist ja auch ein Attribut. Und sie werden wieder solche Attribute reinbringen, aber es soll uns allen Spaß machen. Aber was es wieder genau bedeutet, wissen wir auch nicht. Was für Attribute die geplant haben und ob es alle Pferde kriegen oder wieder nur gewisse Pferde. Das wissen wir natürlich nicht, aber das fand ich auch minimal schade. Wir gewöhnen uns wieder dran. Das ist das gleiche, als die Ponys schneller gemacht wurden. Das fanden manche gut, manche weniger gut. Ich fand es ein bisschen strange von Anfang an, dass Ponys langsamer gemacht werden. Mir war von Anfang an klar, dass so ein Pummelpony eigentlich von der Geschwindigkeit her nicht an einen Quarterhorse oder Araber rankommt. Mindestens vom logischen Denken her. Aber wie sollen alle Ponys langsamer gemacht worden sind, okay, gut, ist halt so. Dafür gab es ja das Pony-Champi. Haben sie auch entfernt und haben sie schneller gemacht. Haben wir uns auch dran gewöhnt. Das ist jetzt keine Geschichte mehr. Wissen sie jetzt alle. Aber es war schon merkwürdig. Und das gleiche ist mit der Kältebeständigkeit. Es ist doof für manche gut. Und jetzt gibt der ganzen Sache 3 Monate und dann ist es auch wieder vergessen. Ach, ne? Aber ich finde, das wirkt einfach, dass das Spiel sowas von einfacher gemacht wird. Und die Aussage, ja, das ist besser für Einsteiger, ja. Aber man kann sich nicht immer in einem Spiel um die Anfänger und die Einsteiger kümmern. Ist klar, das Spiel muss gut sein, damit Anfänger und gerade Leute, die gerade frisch mit diesem Spiel anfangen, gut reinkommen. Aber man muss aber auch an die Community denken, die das Spiel schon jahrelang spielt. Meine Wenigkeit schon seit 2016, manche von viel, viel länger. Da muss man auch an die Person denken, die das Spiel schon lange spielen. Wenn man alles vereinfacht, wird es ja auch irgendwann langweilig. Es wird immer Leute geben, die sagen, boah, wenn das so flott geht, ist es mir lieber. Und es gibt dann die Partei, die sagen, hey, wir wollen es nicht so einfach haben. Aber da muss man entweder einen Mittelweg finden und sagen, okay, man muss beiden Parteien das anbieten. Oder man lässt es einfach, wie es von Anfang an war. Wenn man keinen Bock auf irgendwelche Schwierigkeiten hat oder dass es länger dauert, dann spielt man ja so ein Spiel nicht, oder?
Also wenn ich von Anfang an keinen Bock drauf habe zu questen oder irgendwie Sachen zu erreichen, um gewisse andere Sachen wie Ausrüstung zu kriegen oder dann spiele ich so ein Spiel ja eigentlich auch nicht. Ne? Da können wir uns alle einigen. Wenn man auf sowas keinen Bock hat, dann spielt man sowas ja auch nicht. Ja, ob es jetzt alles besser ist, wenn es einfacher gemacht wird, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich kann damit leben. Es ist jetzt kein, ich heule mir jetzt wochenlang die Schulter aus. Man kann es sowieso nicht ändern. Ich hoffe einfach mal nur in Zukunft. Gerade mein OBS ist weg. Ah, hier ist es. Ich hoffe einfach mal generell in Zukunft, dass SSO nicht alles komplett einfach macht. Weil irgendwann heißt es, du brauchst keinen Ruf mehr sammeln, du musst das nicht mehr machen, du machst jetzt die Quest das und das. Aber wir Spieler schreien ja schon, wir wollen mehr zu tun haben. Das zeigt ja eigentlich schon, dass die Community nicht will, dass es einfacher gemacht wird. Ich fand es auch übelst geil, als wir bei den alten Fjordpferden, die es früher mal gab, da mussten wir bei den Kalter Ruf haben. Wir mussten einen sehr hohen Ruf haben. Und ich war so stolz, als ich dieses Fjordpferd nachher bekommen hatte. Da stimmen auch viele zu, dass man so froh war. Wie gesagt, es gibt wieder die Partei, die es nicht so toll finden. Deswegen haben viele auch vielleicht früher die Fjordis nicht geholt. Aber ich habe mal generell mitbekommen, dass viele auch die alten Fjordis wiederhaben möchten. Das zeigt ja, dass da auch der Wille dabei war, sich den Ruf zu verdienen. Ja. Übrigens, SSO sagte immer noch, also SSO ist immer noch auf dem Standpunkt, dass die Fjordis nicht wiederkommen. Sollte sich doch irgendwann mal was ändern, dann schreibt SSO persönlich aber was. Wartet einfach ab, bis SSO selber was schreibt und nicht irgendwelche anderen Seiten vielleicht irgendwelche Bilder euch zeigen. Dann wartet da wirklich ab, dass SSO da auch was zu schreiben. Dann könnt ihr euch auch hundertprozentig bei den News sicher sein. Nur weil Person XY schreibt und ein Bild zeigt, hey, die Fjordis kommen wieder, heißt das nicht, dass es auch so ist. Weil SSO muss sowas natürlich erstmal bestätigen. Und solange ich davon SSO nicht sehe, glaube ich das auch noch nicht. Kann natürlich... Vielleicht kann auch Person XY recht haben, weil Daten gucken oder so, aber bevor man nachher zu enttäuscht ist und dann auf irgendwas wartet, was vielleicht noch nicht da ist, sollte man immer warten, bis SSO das persönlich sagt. Nur aber jetzt mal so, um das mit den Fjords anzusprechen. Komm, das Rennen machen wir jetzt auch. Heldebeständigkeit, Rufblocker. Gibt's noch. Und übrigens, hier ist eine neue Musik. Zumindest bei mir. Ich finde es so ganz beruhigend, muss ich sagen. Also, ich kenne Leute, die haben noch nicht die Musik hier noch nicht. Aber, ja. Ich habe jetzt hier eine neue Rennmusik. So, Rufblocker ist noch meistens drin oder eher wenig. Tagesblocker sind fast gar keine mehr drin. Ponygeschwindigkeit wurde rausgenommen. Kältebeständigkeit wurde rausgenommen. Gibt nur noch eine Pferderasse, wo man sich mit Ruf verdienen muss, um an die Rand zu kommen. Das sind die Weltsponys. Das wird sich hoffentlich auch nicht ändern. Ich hätte gerne mal generell mehr Pferde, wo man einfach durch Ruf sozusagen das erreicht. Weil dann ist man auch echt mega stolz drauf. Ich hoffe mal, dass generell das mit dem Ruf drin bleibt. Dass man immer einen gewissen Rufstatus braucht, um sich Klamotten zu kaufen. Also das wäre der nächste Schritt, um... Wenn SSO das macht, dann wird es langsam echt sad. Weil dann kann man sich direkt alles kaufen. Und das genau meine ich mit vereinfacht. Das, Dinge, die schon drin sind und eigentlich logisch waren und normal für MMOs drin waren, dann rauszunehmen und die einfacher zu machen, finde ich dann, naja. Wenn ich von Anfang an sowas nicht mag, dann mache ich auch sowas nicht. Also wenn ich darauf nicht stehe, Ruf zu farmen und keinen Bock habe, dann mache ich es halt auch nicht, ne? Da gibt es dann auch die Leute, die sagen, okay, ich möchte aber dieses Ausrüstungsteil unbedingt haben. Jetzt muss ich wieder den Ruf haben. Keinen Bock. Ich zwing mich doch mal durch. Ja, dann ist man aber am Ende auch stolz, dass man ja diesen Ausrüstungsgegenstand sozusagen erreicht hat durch den Ruf. Und dann ist man einfach auch glücklich drüber, ne? Am Ende ist man doch ein bisschen stolz, auch wenn man es doch gar nicht gerne zugibt. Aber ihr könnt mir generell mal schreiben, ob für euch SSO leichter geworden ist. Ob ihr dafür seid, hey, es muss anfängerfreundlich sein, deswegen muss alles leicht sein, für Einsteiger besser, ist besser so, wenn es alles einfach ist und alles geschenkt wird und alles so flott geht, alles vereinfacht wird, ich bin sowas von dafür. Oder seid ihr die Kategorie,
Ja, es ist schon doof, dass alles einfacher gemacht wird. Das ist so schön für ein MMO. Ich mag es lieber, Sachen zu erreichen und stolz drauf zu sein. Oder seid ihr immer so die Person, oh, mir ist das eigentlich voll egal. Ich nehme schwere Sachen, ich nehme leichte Sachen. Hauptsache, ich kann spielen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Nicht wundern, das nächste Champi wird sehr, sehr buggy und laggy werden. Wartet einfach bis zum Sonntag ab. Ihr werdet es sehen, was ich meine. Nochmal Entschuldigung, aber ich musste das Champi leider aufnehmen. Entweder wäre kein Champi Sonntag gekommen oder das, weil ich die Woche echt nicht Zeit habe. Aber ihr werdet trotzdem Spaß haben, bei diesem ganzen Gelegge zuzugucken und mich verzweifeln zu sehen, wie ich dieses Champi reite. Aber ihr Lieben, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und sage damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.